Hallo und herzlich willkommen bei Schnell, Gut und Günstig. Heute machen wir leckere Gemüsepuffer ohne Fett. Dafür schälen wir zunächst einmal die Gurke und auch die Karotten ab. Ebenfalls natürlich auch die Kartoffeln. Dazu natürlich auch noch die Zwiebel. Und dann raspeln wir das Gemüse schön klein in eine Schale. Das kann etwas dauern, dafür schmeckt es allerdings umso besser. Auch die Kartoffeln schön hineinraspeln. Dann hacken wir die Knoblauchzehen klein. Und schneiden die Zwiebel in kleine Würfel. Die Zwiebel und den Knoblauch dann einfach mit in die Schale geben. Dann würzen wir das Ganze mit Petersilie und Thymian und mit Salz und mit Pfeffer. Dann geben wir 2 Eier hinzu und 3 Handvoll Mehl. Das Ganze dann gut mit der Hand durchmischen, sodass eine schöne Masse entsteht. Wenn das Ganze noch zu flüssig ist, geben wir einfach noch ein wenig Mehl hinzu, dass ein richtig schöner Teig daraus wird. Das Ganze dann in der Hand formen, auf ein Backblech geben und ein wenig platt drücken, sodass schöne Küchlein entstehen. Das Backblech geben wir dann bei 200 Grad Ober-Unterhitze für 20 bis 30 Minuten in den Ofen und fertig sind unsere leckeren Gemüsepuffer. Dazu ein leckerer Dip und fertig ist ein leckeres Gericht. Schnell, gut und günstig. Und wir sehen uns nächsten Samstag um 18 Uhr wieder. Und nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren, wenn es gefallen hat. Bis nächste Woche. Ciao.